Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es darum gehen, wie ihr eure Ziele für 2018 ganz leicht verwirklicht. Zu Beginn des Videos, ein anderes Wort für diese Ziele ist auch Vorsätze. Aber ganz oft setzen wir diese Vorsätze ja gar nicht in die Tat um oder nicht langfristig. Deswegen finde ich das Wort Vorsatz schon erstmal gar nicht so gut. Für mich ist es besser, von einem Ziel zu sprechen, was ich für 2018 habe. Und das kann ganz unterschiedlicher Art sein. Das kann ein berufliches Ziel sein. Das kann aber auch sein, dass ihr mehr Sport treiben wollt, gesünder leben wollt. Es kann aber auch irgendwas sein, dass ihr euch mehr Zeit für euch nehmen wollt, mehr Zeit für den Partner nehmen wollt, dass ihr ein bestimmtes Thema in eurem Leben verändern wollt. Also da seid ihr völlig frei. Alle diese Tipps, die ich euch heute gebe, treffen auf all das zu. Und zu Beginn möchte ich euch auch noch meinen Planer fürs nächste Jahr nochmal empfehlen. Das ist Klarheit. Den habe ich euch schon mal in einem Video genau vorgestellt. Das Video verlinke ich euch einfach nochmal. Um die Ziele umzusetzen, ist der Gold wert. Er hilft euch einfach fokussiert zu bleiben auf die Ziele. Die großen Ziele auf kleine Ziele runterzubrechen. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat sich auf ein Ziel konzentrieren. Und so kannst du halt auch mehrere Ziele im Jahr umsetzen. Sei es beruflich, sei es privat. Den kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist halt einfach so was Unterstützendes, was euch weiterhilft, was euch auch motiviert bleiben lässt. Und ich verlinke euch den einfach gerne nochmal unten in der Infobox und das Video dazu verlinke ich euch auf jeden Fall auch nochmal. Ich hatte schon gerade kurz angerissen, dass es verschiedene Arten von Zielen gibt. Es gibt langfristige Ziele, die ihr so in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren erreichen wollt. Es gibt unerreichbare Ziele, die man sich auch setzen sollte oder die erst scheinbar unerreichbar sind. Klassisches Beispiel: ich möchte mal in einem Schloss wohnen. Klingt erstmal unerreichbar. Heißt nicht, dass ihr das Zeit eures Lebens nicht mal erreichen werdet. Ich finde solche Ziele, die erstmal unerreichbar klingen, hoch gesteckt sind, aber wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Umso größer meine großen langfristigen Ziele sind, umso schneller kann ich erwachsen, weil ich vielleicht doch irgendwann mal dahin gern kommen möchte. Aber es ist jetzt kein Weltuntergang, wenn es halt doch nur ein großes Haus wird und kein Schloss. Langfristige Ziele sind das, was man, wie gesagt, in ein paar Jahren erreichen will. Und die kurzfristigen Ziele, das ist halt das, was ich im nächsten Monat, in den nächsten drei Monaten, im nächsten halben Jahr erreichen möchte. Und diese kurzfristigen Ziele, die sollten schon realistisch sein. Die sollten für euch auch wirklich erreichbar sein, einfach weil ihr dann motiviert bleibt. Und für jedes Ziel, was ihr erreicht habt, von diesen kurzfristigen Zielen, belohnt euch, also macht irgendwas Cooles, belohnt euch, dass ihr das Ziel erreicht habt, weil ihr schätzt dann euch selbst wert für die Arbeit, für den Willen, für das Durchhaltevermögen. Und das finde ich super wichtig, um motiviert zu bleiben für dann auch die weiteren Ziele. Oder ihr habt ein sehr, sehr großes Ziel und unterteilt das in mehrere kleine Unterziele und dann belohnt euch auch jeweils, wenn ihr so ein kleines Zwischenziel erreicht habt, hin dann zum großen Ziel. Ich finde es super wichtig, sich seine Ziele zu notieren. Kann man super im Klarheit-Kalender machen, das ist das 1a. Und dann auch so genau wie möglich zu sein, wenn ihr diese Ziele formuliert. Also bis wann wollt ihr das erreicht haben? Auch genaue Zahlen verwenden. Also wenn es jetzt Abnehmen ist, welches Gewicht? Wenn es das ist, dass ihr mehr Geld verdienen wollt, dann Betrag X zum Beispiel. Also dass man das schon ganz genau, dass man halt auch schauen kann, habe ich das erreicht? Habe ich das bis zu diesem Datum? Habe ich dieses Gewicht erreicht? Habe ich es also erfüllen können? Also Ziele aufschreiben, finde ich super, super wichtig. Und sich gerne dann immer mal wieder diese Ziele auch durchlesen. Oder für jedes Ziel so eine Kurzform. Also manchmal kann man ein Ziel halt in einem Wort und man selbst weiß, was gemeint ist. Und das dann auf so kleine Post-its schreiben und die so ein bisschen in der Wohnung verteilen. Eine schönere Variante zu den Post-its-Zetteln ist ein Vision Board. Ich habe selber auch eins. Das ist einfach ein großer Karton, auf den Bilder und Sprüche aufgeklebt werden. Die kann man sich ausdrucken, aus Zeitungen sich besorgen. Und diese Bilder und Sprüche versinnbildlichen eure Ziele. Und das Schöne daran ist, das stellt ihr euch halt irgendwo auf. Also bei mir steht es am Schreibtisch.
was euch halt immer wieder in den Blick springt. Also ihr müsst euch nicht davor setzen und das 5 Minuten jeden Tag angucken. Es reicht einfach, wenn ihr immer mal wieder im Laufe des Tages drauf guckt und euer Gehirn saugt diese Bilder auf und wird damit gefüttert und kann das mit euren Zielen dann einfach kombinieren. Und euer Unterbewusstsein wird euch dann helfen, indem es eure Handlungen steuert, indem es eure Gefühle, eure Gedanken steuert, zu diesen Zielen zu gelangen. Also Vision Board kann ich nur empfehlen, weil ihr halt ständig im Blick habt, wo ihr hin wollt, was ihr erreichen wollt. Das kann ein Urlaubsort sein, das kann ein Gegenstand sein, den ihr euch kaufen möchtet. Das kann eine Figur sein von einer Frau, die euch sehr, sehr gut gefällt, zum Beispiel. Und ihr könnt dann auch das einmal fotografieren auf dem Handy. Dann druckt ihr es euch entweder in so einem Mini-Format aus, fürs Portemonnaie beispielsweise, oder ihr habt es einfach auf dem Handy, um es euch auch immer wieder mal angucken zu können. Und wichtig bei der Umsetzung der Ziele ist natürlich auch immer die Motivation. Wie hält man jetzt diese Motivation aufrecht? Zum einen natürlich, indem man sich immer wieder belohnt, wenn man ein Ziel erreicht hat oder ein Zwischenziel erreicht hat. Aber auch, und das finde ich super wichtig, man kann nur motiviert sein, ein Ziel zu erreichen, wenn es das richtige Ziel ist. Wenn dahinter das richtige Warum steckt. Also wenn ich nicht abnehmen möchte, um anderen zu gefallen, sondern weil ich mich wohler damit fühle, weil ich meiner Gesundheit was Gutes tun möchte. Also das Warum muss immer von euch kommen, es muss um euch gehen, es muss mit ganz vielen tiefen Emotionen verbunden sein. Damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir auch so eine halbe Seite mein Warum aufgeschrieben und das ist so extrem emotional aufgeladen. Und immer, wenn ich einen schlechten Tag habe, denke ich daran, warum tue ich das? Und dann hole ich mir immer wieder ins Gedächtnis diese ganzen Punkte, warum ich mich selbstständig gemacht habe, warum ich das so wollte, was meine Vorteile sind, was tief in meinem Innern der Drang ist, das zu tun. Und dann flutscht das wieder, dann kommt die Motivation von ganz allein. Und nehmen wir mal so was Simples wie, ihr habt keinen Bock, den Haushalt zu machen, dann denkt an eure Kinder, an euren Mann, für die ihr ein schönes, wohliges, sauberes, aufgeräumtes Heim schaffen wollt. Sucht euch immer wieder so einen Anker, warum tut ihr das? Und dieses Warum muss stark sein und es muss persönlich sein. Es darf weniger um andere Menschen gehen, es muss eure Intention sein und dann bleibt eure Motivation bestätigt stark. Und das ist wichtig, also Motivation ist super wichtig, um seine Ziele zu erreichen. Womit könnt ihr euch noch motivieren? Ihr könnt euch einen Goal Buddy suchen. Jemanden, der dasselbe Ziel hat, zum Beispiel, und dann motiviert ihr euch gegenseitig. Oder er hat ein anderes Ziel, ist auch egal, aber man kann sich gegenseitig motivieren, kann erzählen, wenn es mal nicht so gut lief und sich einen Rat holen. Oder erzählt es halt einfach irgendjemand, erzählt es eurem Freund, hey, das und das habe ich vor. Und er wird euch dann immer wieder fragen, ja, wie läuft's denn? Und dann hat man so einen ganz, ganz kleinen positiven Druck, um auch wirklich voranzukommen, weil du willst nicht eingestehen, dass du das jetzt schon wieder nicht gemacht hast, das wieder nicht erreicht hast, dir das vorgenommen hast, aber es dann doch nicht gemacht hast. Das will man einfach nicht. Und da macht man so ein bisschen positiven Druck. Wenn du noch mehr Druck willst, mach es richtig öffentlich, so Instagram, Facebook, YouTube oder so. Wirkt auch mal gut. So habe ich das bei der Yoga-Challenge gemacht. Ich habe das bei YouTube gesagt, ich will das machen. Und dann hatte ich auch so einen gewissen Druck, das auch wirklich durchzuziehen. Zum Beispiel kann ich nur empfehlen. So viel dazu, eure Ziele 2018 ganz leicht zu verwirklichen. Wir fassen das nochmal ganz kurz zusammen. Planung ist alles und so ein Begleiter wie Klarheit finde ich super gut. Steckt euch kurzfristige Ziele, die ihr wirklich auf jeden Fall erreichen könnt. Steckt euch langfristige Ziele, die scheinbar auch gerne erstmal unerreichbar sein können. Belohnt euch dafür, wenn ihr eure Ziele erreicht habt. Habt ein starkes Warum, warum ihr dieses Ziel erreichen wollt. Versucht eure Motivation beständig aufrechtzuerhalten. Durch ein bisschen positiven Druck, durch andere Leute, die euch unterstützen und gestaltet euch super gerne ein Vision Board, um eure Ziele für 2018 zu versinnbildlichen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, hat euch ein bisschen weitergeholfen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, tschüss!